Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus Mallorca. Ich freue mich riesig, es ist so schön, ihr seht es im Hintergrund. Und wir stehen hier gerade bei der Kathedrale. Ich kann die euch auch mal so ein bisschen im Hintergrund zeigen. Da, aber ich weiß nicht, ihr seht glaube ich gerade nicht viel. So. Und ja, hier ist weit und breit kein Strand. Wir wollen nämlich dahin und müssen uns jetzt mal ein bisschen durchinformieren, wie wir zum Strand kommen. Oh, es ist grün. Lass uns zum Strand rüberlaufen. Strand! So, wir haben die letzte Zeit am Strand verbracht und laufen jetzt hier gerade noch an der Promenade entlang. Souvenirshops bzw. halt Souvenirs und dann müssen wir uns langsam auch schon wieder auf den Rückweg machen. Heute fahren wir um 18 Uhr weiter mit dem Schiff, aber wir müssen immer eine halbe Stunde früher da sein, müssen noch schauen, wie wir da hinkommen. Da hinten ist es übrigens, man sieht das von hier aus, da. Wir sind jetzt im Zimmer und ich bin irgendwie heute total traurig, dass wir jetzt gehen, weil ich finde Mallorca ist richtig schön. Also das, was ich gesehen habe, war richtig, richtig toll. Ja, bin ganz begeistert und es war so mit der schönste Tag heute. Was machen wir denn heute noch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich filme jetzt heute mal nicht mehr. Morgen sind wir nur auf dem Schiff, da fahren wir nur. Und ja, heute Abend schauen wir mal, was es noch für Angebote bzw. Programm gibt. Ja, ein bisschen genießen. Heute Abend nehme ich das Handy mal nicht mit. Ich habe total den Sonnenbrand. Ich habe ja eine Sonnenallergie und die macht sich auch gerade bemerkbar. Das ist nämlich total fleckig. Und mein Kleid ist kaputt, aber egal. Oh, ich sehe so komisch aus gerade. Ja, ich fand das Eis echt mega teuer. Da war so eine kleine Mini-Kugel, die hat 1,70 Euro gekostet. Echt krass. Naja, aber ich habe auf jeden Fall einen total tollen Eindruck von Mallorca und denke mir, dass wir ruhig demnächst mal wieder hierher kommen könnten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich filme morgen weiter, also bleibt gerne dran. Das ist noch interessant, aber ich weiß nicht, was das ist, ein Musikvideo Andrea Bocelli. So, wir haben heute Tag 2, wir haben heute ganz, ganz lange ausgeschlafen. Dann waren wir beim Langschläferfrühstück. Und mein Schatz macht gerade dumme Geräusche.
Dann haben wir uns jetzt gerade eben hier das Programm angeschaut und ja, wir wissen nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Ist irgendwie alles nicht so ansprechend. Aber halt mal auf. Auf jeden Fall. Ich muss noch lachen, sorry. Ja, auf jeden Fall möchte mein Schatz jetzt erstmal kurz in die Sonne, aufs Deck also. Wir schauen mal, hoffentlich ist da ein Platz frei. Weil oben ist es ziemlich kühl und unten das große Deck, das ist vorhin richtig voll gewesen. Aber schauen wir mal und hoffen, dass wir einen Platz bekommen. Ich muss aber aufpassen in der Sonne. Ich habe überall an den Armen und Beinen so kleine Pünktchen bekommen. Leider. Und die jucken halt ganz schlimm. Da muss ich mich jetzt die ganze Zeit eincremen und jetzt auf jeden Fall aufpassen mit der Sonne. Ja, blöde Sonnenallergie. Sieht auch ganz komisch aus. Aber naja. Dann wollen wir nachher auf jeden Fall zum Mittagessen. Das ist dann ein Buffet. Und dann wollte mein Schatz zum verrückten Ringturnier. Das schauen wir mal vorbei. Ich weiß aber gar nicht, wir wissen nicht, was das ist. Und ich würde gerne, da gibt es dann so eine halbe Stunde, kann man sich eine Maske kaufen für die Nacht der Masken. Finde ich ganz interessant. Also da wäre ich dann ganz gerne dabei und auch dann mit Maske. Schauen wir mal, wie viel das Ganze kostet. Ja, und dann schauen wir mal. Der Rest ist nicht wirklich so ansprechend. Es gibt zwar ganz, ganz viel hoch hier aufgelistet, aber ja, muss einem halt auch gefallen. Was gibt es denn noch? Ja, heute Abend ist wieder so eine Show. Da gehen wir dann nach dem Abendessen hin. Ja, schauen wir einfach mal, was heute so auf uns zukommt. Wir sind ja heute den ganzen Tag nur auf dem Schiff. Und ja, ich denke aber, uns wird nicht langweilig werden. So, wir haben uns jetzt in Sportkleidung geworfen und werden jetzt mal das Fitness aufsuchen. Sorry, Luciano. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Informamos que, conforme a lei que protege os direitos autorais, não é permitido fotografar nem filmar os espetáculos. Solicitamos também que desliguem os seus. Heute ist hier Galaabend. Vorhin beim Abendessen haben wir Sekt eingeschenkt bekommen, umsonst. Und ja, den trinken wir, also wir trinken allgemein keinen Alkohol, aber halt auch keinen Sekt. Und ja, das konnten wir aber diesmal nicht einfach so stehen lassen. Ich glaube, das kommt ein bisschen blöd, deswegen haben wir ein bisschen getrunken. Da waren wir gerade eben bei einer Tanz- und Musikshow. Und jetzt gehen wir nochmal aufs Deck und machen ein paar Fotos, weil wir ziemlich schick aussehen. Ich habe gerade mein Kleidchen an. Ja, und genießen noch ein bisschen den Abend. Aber dann müssen wir auch schon ins Bett. Morgen müssen wir früh raus. Wir sind wieder zurück und schauen uns jetzt noch das Programm von morgen an. Morgen sind wir unterwegs mit der Reederei. Also da haben wir einen Ausflug. Übermorgen auch. Aber das seht ihr in den nächsten Vlogs. Follow me around, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.